Willkommen zu Let's Play Warcraft 3 The Frozen Throne. Ja, ich gebe euch keine Woche Pause. Letzte Woche Warcraft 3 beendet. Diese Woche fängt das Addon an. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ganz ehrlich, ich drück mich so ein bisschen vom Aufnehmen, denn ich habe ja schon Warcraft 3, Reign of Chaos, auf schwer gespielt. Jetzt muss man sagen, dass wie bei damals StarCraft 1 zum Add-on, das Add-on vom Schwierigkeitsgrad eine ganz andere Liga ist, das ist hier genauso. Aber was mache ich nicht alles für euch? Auch hier werde ich mich da durchprügeln. Ich werde auf schwer spielen, die Kampagne sofort starten, allerdings muss ich jetzt einen Cut setzen, denn dadurch, dass das Einführungsintro durch Bing Video gestartet wird, was mein Aufnahmeprogramm nicht mag und auch kein anderes Aufnahmeprogramm, wenn ich es überlege, werde ich das per Hand reinschneiden müssen und wir sehen uns dann im Ladescreen. Verräter! Ich war es doch, den man verriet. Doch ich werde gehasst. Nun sehen meine blinden Augen, was anderer nicht geht. Dass manchmal des Schicksals Hand geführt werden muss. Wir sind in Kapitel 1, Aufstieg der Naga. Obwohl der Dämonenlord Archimond und die brennende Legion in der Schlacht am Berg Hyal schließlich besiegt wurden, sind dennoch große Teile des Waldes von Ashenvale durch üble dämonische Energien verseucht. Die gemeinschaftlichen Anstrengungen der Druiden und der Wächter haben den Nordländern einen brüchigen Frieden gebracht, doch dunkle Kreaturen lauern noch immer in den schattigen Wäldern. In diesen gefährlichen Zeiten ist die Wächterin Maiev Shadowsong, die einst Illidans Grabhügelgefängnis bewachte, wieder hervorgekommen, um ihre gefährliche Beute zu jagen und Illidan wieder tief in der kalten Erde in Ketten zu legen. Ja, wir haben ja schon eben gesehen, das dreht sich so ein bisschen um Illidan, das ganze Topic hier. Beziehungsweise, ich glaube, mich erinnern zu können, dass Illidan wirklich bis Ende der Kampagne mit im Fokus steht. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Wir legen los mit den Nachtelfen.
Diese Spuren sind frisch, führen aber in entgegengesetzte Richtungen. Illidan muss Hilfe von jemandem bekommen. Eure Anweisung, Herrin? Ihr Beobachterin bildet zwei Gruppen. Durchsucht den Wald. Findet, was möglich ist. Wir treffen uns weiter küstenaufwärts. Vergesst nicht, Schwestern. Wenn ihr Illidan findet, versucht nicht, ihn ohne uns andere zu ergreifen. Ein Angriff alleine wäre viel zu gefährlich. Ja, Herrin. Alle anderen folgen mir. Nun liegt es daran, an uns, Illidan zu finden. Wir sehen unsere Quest durch. Momentan haben wir noch nichts. Jetzt haben wir unsere Hauptquest. Illidans Pferde folgen und Maiev, unsere neue Heldin, muss überleben. Ja, Maiev ist eine Wächterin, so nennt sich ihre Klasse, und verfügt über ein paar neue Skills. Mit dem Addon kam eine Menge neue Skills dazu. Das wäre anfangs der Dolchfächer. Die Wächterin schleudert einen Dolchhagel und schadet damit Feinden in ihrer Umgebung. Jedes Messer richtet 75 Punkte Schaden an. Hat aber eine Schadensobergrenze, wie viel es insgesamt auszahlen kann. Und beflügelt. Teleportiert die Wächterin über eine kurze Strecke und ermöglicht es ihr auf diese Weise in Kämpfe einzugreifen oder sie zu verlassen. Eine sehr gute Fähigkeit für die Kampagne. Ich werde euch später noch zeigen, warum. Wir haben noch zwei andere Skills, aber das bekommen wir, wenn wir diese skillen können. Meine Beobachterinnen sind bereit. Das hier ist Maisha, einfach eine besondere Kriegerin, keine Heldin. Ich glaube, die wird auch nicht immer dabei sein. Die Jagd. Ich würde sagen, ich mache eben ein, ich werfe eben einen Blick in die Aufnahme und gucke, ob der Ton wirklich gut ist. Ich bin mir gerade unsicher. Das Spiel klingt bei mir ziemlich laut. Okay, das Spiel klingt lauter, als es tatsächlich ist. Deswegen fliegen wir einfach los. Ja, Gerechtigkeit. Maiev ist so ein kleiner Charakter. Die Leichen wurden verstümmelt. Ob das Dämonen getan haben? Illidans Gestank verpestet diesen Ort. Aber diese Spuren stammen von keinen mir bekannten Dämonen. Seid wachsam, meine Schwestern. Man kann nie wissen, welche Schrecken Illidan zu Hilfe gerufen hat. Was ich gerade sagen wollte, Maiev ist genau wie so Illidan, ziemliche Laberbacke, damit müssen wir leben. Da sind ein paar Gegner, die wollen wir mal, wilde Morguls, ein wenig reduzieren. Wir hauen mal einen Dolchfächer raus, sichern unsere Bogenschützen ein wenig. Maisha kriegt ganz schön aufs Maul. So, ein neuer Dolchfächer. Unsere Bogenschützen sind sicher. Ja, wir haben schon fast alles an Energie verloren. Unsere Einheiten geben langsam den Geist auf. Aber die Mission hat sich natürlich auch dafür was ausgedacht. Ich werde die Jagd beenden. Hatte ich jedenfalls in Erinnerung. Na gut, dann nicht. Doch, hier ist es. Ein neues Item, was es in Reign of Chaos auch noch nicht gab. Runen. Es gibt tatsächlich Runen, die droppen können, die bestimmte Effekte haben. Hier kommt auch schon der Tipp. Und das ist quasi eine Rune der Heilung, dass halt alle Einheiten im Umkreis. Zack, schon geht's uns wieder fast gut. Also man kann definitiv etwas durchhalten. Ich möchte mich nur gerade hier umsehen. Okay, das war noch nicht hier. Ich kann nicht mehr warten. Ja, es gibt auch in diesem Spiel wieder ein paar Secrets. Herrin! Die Firbolgs sind der Verderbnis des Waldes zum Opfer gefallen. Es ist, als wäre blinde Tobsucht über sie gekommen. Ihre Stämme litten besonders unter der Invasion der Legion. Sie sind nicht zu retten. Ja, das alte Problem mit den Firbolgs kennen wir schon. Die ganze Art ist verrückt geworden. Tötet sie alle. Ja, wir haben jetzt hier ein schweres, sehr schweres Problem. Und zwar einen Firbolg-Helden, der haut ziemlich rein. Auf den wollen wir uns erstmal konzentrieren. Du versteckst dich mal und greifst wieder an. Ja, solange die Maiev angreifen, ist alles in Ordnung. Maiev hält ein bisschen mehr aus. So, das war's mit denen. Bitte eine Rune oder so? Ich werde die Jagd Keine Rune, beenden. Na super. Na gut, ich traue mich wieder ein bisschen weiter vorwärts. Ich kann nicht mehr warten. Eine gute Taktik ist hier immer einzeln versuchen, die Gegner anzulocken und dann rauszufokussen. So wie mit dem hier. So, da müssen wir ein bisschen mit Stellung halten, dann vorwärts uns pirschen, um vorsichtig zu sein. Gucken, ob darunter vielleicht Gebäude liegen. Nein, aber ich sehe Gegner. Hier sehe ich auch Gegner. Jetzt ist die Frage, für welchen entscheide ich mich? Für den hier. Und wir greifen an. Ja, hau mal ein bisschen auf die Bogenschützen. Ist mir egal. Ich habe noch gar kein Hotkey für meine Gruppe gelegt. So, hier scheint alles sauber zu sein. Das heißt, wir sorgen mal dafür, dass wir die Gebäude ein bisschen platt machen. Die Schuldigen werden Ohne des Manas.
Naja, eine Runde der Heilung wäre mir lieber, aber der Dolchfächer ist natürlich eine schöne Fähigkeit. Deswegen nehmen wir die mal einfach mit. Die Zeit ist gekommen. So, wir schauen nochmal rein. Da kommt wieder einer. Ja, der greift Mayeth an. Wie gesagt, wenn Mayeth angegriffen wird, ist das halb so wild. Die Zeit ist gekommen. Und das war's. Mehr sind nicht da. Das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Die Verderbnis der Legion hält das Land noch immer im Würgegriff. Ist gekommen. Nee, das waren die einzigen Fairbox hier. Und da sind ein paar Satire. Die Satyren greifen an. Treibt die nichtswürdige Brut zurück. Illidan hat also elende Satyren geschickt, um uns aufzuhalten? Er scheint verzweifelt zu sein. Die Jagd wartet. So, wir hauen auch die mal eben weg. Gerechtigkeit wird geschehen. So, und Angriff. Eine Rune der Heilung würde jetzt wieder sehr gut tun, wenn man ehrlich ist. Das Ende rückt näher. So, ich denke, ihr könnt locker noch mehr Satyren lauern. Herrin Shadowsong, ein Glück, dass wir euch gefunden haben. Bericht. Meine Gruppe wurde von einem blutrünstigen Wildekin angegriffen. Offenbar hat die Begegnung mit Illidan das Geschöpf wahnsinnig gemacht. Schwer zu sagen, wie viel Unschuldige es noch angreifen mag. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Wir finden die Kreatur und erlösen sie. Das heißt, wir sind jetzt erstmal auf der Suche nach Illidan, dem Verräter der Nachtelfen, wenn man das so sagen kann. Illidans neue Handlanger haben auch hier zugeschlagen. Sie sind blutrünstig und furchtlos, wer immer sie sind. Ja, wir greifen auch mal hier ein. Hier sind noch ein paar kleine Morguls. Die können nicht so viel, aber sie geben EP. Und das ist jetzt unser Level-Up. So, unser Level-Up ist ganz gut. Dann kommen wir mal zum neuen Skill. Und zwar gibt es jetzt den Schattenschlag. Schleudert einen vergifteten Dolch, der erst einen großen Anfangsschaden und dann Schaden im Laufe der Zeit verursacht. Bei der vergifteten Einheit ist das Bewegungstempo für kurze Zeit verlangsamt. Das ist eine ziemlich nette Fähigkeit, die möchte ich auch direkt nehmen. 75 Punkte Anfangsschaden, 10 Punkte Schaden im Laufe der Zeit. Es steht leider nicht da, wie lange die Vergiftung wird, oder? Doch, 3 Sekunden. Das heißt, 75 plus 30... Ach nein. 15 Sekunden lang. 10 Punkte Schaden alle 3 Sekunden. Heißt 5 geteilt durch 3 sind 50 Schaden. Ist richtig, oder? Insgesamt 135 Schaden. Das ist ordentlich. Ich kann nicht mehr warten. So, während wir gelabert haben, haben unsere Einheiten sich ein wenig geheilt. So kann man die Einheiten auch ein bisschen pushen. Das ist die Kreatur, die wir suchen. Tötet sie schnell und erlöst sie von ihrem Elend. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass sie jetzt zu anderen Kreaturen läuft. Beenden. Wollen wir versuchen, die einzeln hier rauszuziehen? Wie gesagt, so kann man solche Gruppen am besten auflösen. So, Naisha kriegt ein bisschen Damage, aber das kann uns egal sein. Da ist die Kreatur, von der wir nicht so viel wissen wollen. Wir verlangsamen das Vieh mal und versuchen es per Hit and Run. Wobei, wenn er auf Maya geht, ist alles in Ordnung. So klappt das schon. So, auf Wiedersehen. Ein Foliant der Wirklichkeit, das ist ganz nett, denn unsere Heldin Maiev, die Wächterin, hat als primäres Attribut die Beweglichkeit. Das heißt, sie kriegt einen höheren Schaden, mehr Verteidigung und mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das Ende rückt näher. Wunderbar. So, jetzt haben wir da drin noch ein paar wilde Kinds. Ich glaube, es bringt uns aber nichts, sie zu töten. Ich kann natürlich nicht mehr werde ich es dennoch wir werden Gerechtigkeit finden. Versteck dich mal. Genau. Betreuert eure Unschuld. Ich habe dafür geschworen. Gerechtigkeit auf Wiedersehen. Wird geschehen. Die Schuldigen werden. So, genau. Ich wollte die Dinger noch kaputt machen, dass oft mal was drunter versteckt. Beobachterinnen. In diesem Fall aber anscheinend. Doch, da ist was. Der geringe Heilung. Sowas habe ich gesucht. Und des Manas. Na gut, Mana haben wir jetzt nicht so viel verschwendet, aber wir halten uns die Rune im Hinterkopf. So, heilen uns eben und kümmern uns darum, dass wir weiterkommen. Ich werde die Jagd beenden. So, eine weitere Rune der großen Heilung. Brauchen wir die oder weswegen wird die uns gegeben? Leiden. Da, Herrin, das müssen die Kreaturen sein, die wir suchen. Elende Nachtelfen sind keine Gegner für die Naga. Naga? Viele dreiste Völker haben über Jahrhunderte unseren Zorn geweckt. Keines hat überlebt. Elendes Weib,
Wir werden die Oberfläche zurückerobern und euer garstiges Volk endgültig vertreiben. Ja, Naga, man sieht schon schlangenartige Kreaturen. Das sind keine Naga, das müssen Morgul sein. Die sind ganz leicht zu verwechseln. Wir hauen hier mal alles an Zaubern raus, was wir zur Verfügung haben. Sorgen dafür, dass unsere Kämpfer nicht sterben und Maiev ein bisschen was wegtankt. So, solange die unsichtbar sind, wollen die unsere hinteren Einheiten angreifen. Das ist ganz cool. So, Maiev hat leider noch keinen Dolchfächer wieder. Es klappt aber ganz gut hier mit den Einheiten, würde ich sagen. Ich sage mal allen, die sollen aus der Deckung wieder rauskommen und weiter angreifen, damit das mal ein bisschen schneller hier geht. Auf Wiedersehen. Die Schuldigen, diese armen Leute wurden ermordet, genau wie die anderen. Illidan muss sich für vieles verantworten. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, er wäre noch in seiner Zelle. Ja, wir gehen natürlich hin. Warum zerstören sie Schiffe? Und heilen uns? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er hinaus aufs Wasser. Hurtig, Schwestern! Die Hafenstadt Nendis liegt im Norden. Vielleicht finden wir dort ein Schiff und können Illidan hinterher segeln. Werden leiden. So, jetzt hole ich mir noch eben das Mana. Das hat alles einen Grund. So, wir haben uns erstmal geheilt. Man hat gerade gesehen, eine unserer Bogenschützinnen ist gestorben. Die hatte einen Parasit-Intus, den sie von der Nagerin bekommen hat. Und dieser Parasit tötet halt die Leute auf Zeit und lässt dann ein paar kleine, schwache Kreaturen übrig. Alles Zauber und Fähigkeiten, die man schon aus Blizzard-Spielen kennt. StarCraft wäre da der Ursprungsort. Die Zeit ist gekommen. Wir machen mal weiter. Ja, wir werden jetzt ein bisschen abseits der Mission gehen. Und denn hier ist das erste Secret versteckt in diesem Spiel. Die Schuldigen werden leiden. Ja, beflügelt haben wir bis jetzt noch nicht teleportiert, aber für genau solche Orte ist beflügelt eine gute Fähigkeit. Die Jagd beenden. Man sieht schon, wir kommen weiter, wo man eigentlich nicht das weiter Ende soll. Rückt näher. Hier ist noch eine Nagerin. Die haben wir auch eben weg. Und man sieht schon, die Naga-Sirene ist kein Match für uns. So, du kannst dich schon mal verabschieden. Auf Wiedersehen. Die Schuldigen werden. Ja, wir kriegen einen Foliant der Kraft und eine Rune des Manas, damit wir schnell wieder zurückkommen. Mehr ist hier auch leider nicht versteckt. Aber solche Sachen gibt es öfters mal in der Kampagne, in dem Mission, wo man Maiev spielt. So, das war ein netter kleiner Abstecher. Hier unten gab es sowas meines Wissens nach nicht. Deswegen machen wir einfach weiter. So, mal sehen, was das Spiel noch so für uns im Petto hat. Ich werde die Jagd beenden. Ich kann nicht mehr warten. Eine Rune des Manas, das ist gut, auf die können wir zurückkommen. Ein Heilbrunnen, ebenfalls sehr gut. Eine Menge Fische, die da rumbabbeln. Die Schuldigen werden leiden. So, wir werden mal da reinspringen und den Dolchfächer auslassen. Sonst hat man ein bisschen Damage bei allen gemacht. Mana haue ich jetzt einfach raus. Wie gesagt, wir können auf mehr Mana zurückgreifen. Na komm schon. Wir vergeuden hier unsere Zeit. So, Maiev hat ziemlich viel wegtanken müssen. Kriegen wir den noch down? Ja, der ist down. Ja, der Marodeur da gerade hat ein bisschen mehr ausgehalten, aber auch der ist kein Problem für uns. Werden wir erobert? So, vielen Dank. Maiev, heil dich mal hoch. Die Schuldigen. So, währenddessen können wir noch mal ein bisschen die Story Revue passieren lassen. Ja, das hier ist. Das ist mir neu. Ich glaube, da muss ich jetzt gleich mal mit Maiev hin. Wobei ich Revue passieren lassen. Das hier ist Maiev, ursprünglich aus dem Gefängnis, wo wir mit Tyrande damals Illidan befreit haben. Das heißt, alles spielt so ein bisschen das zusammen. Ende rückt näher. Holy shit. Ja, das scheint eine Maiev-Only-Area zu sein. Also das hat alles seine Richtigkeit, dass ich hier bin. Ich werde die Jagd beenden. Was ich so ein bisschen kacke gerade finde, dass ich keine Mana-Rune bekomme von dem Ganzen hier. Ja, komm schon. Clown des Angriffs plus 3 nehme ich gerne. Mehr ist hier auch nicht. Gut, wenn man Aufmerksamkeit ist, entdeckt man immer wieder was Neues. Wie gesagt, die Stelle war mir bis jetzt wirklich nicht bekannt. Das Ende rückt näher. So, Maiev, heil dich nochmal ein bisschen durch. Ich werde die Jagd beenden. Brauchst du ja nicht mehr so viel. Das Revue passieren lassen sollten wir dann nichts öfters, glaube ich. Man lernt wirklich nie aus. Ich glaube, ich werde die Augen jetzt ein bisschen die weiter offen lassen. Die Schuldigen werden leiden. So, wir machen weiter Richtung Norden. Das Ende rückt näher. Viel von Eckhart ist nicht mehr übrig. Das heißt, wir sollten uns die unserem Zeit Ziel so langsam aber sicher nähern. Auf Wachtposten. Ich warte auf euch. Die Na, Schuldigen werden leiden. Wurden ihr verjagt leiden. Von so ein paar Satyren? Ist das euer Ernst?
Na okay, die waren nur zu zweit. Wir sind jetzt einige mehr. Das sollte man vielleicht bedenken. Herrin Shadowsong, gelobt sei Elun. Eine Bande Satyrn hat den Rest meiner Gruppe gefangen. Die elende Brut hält sie im nahen Wald fest. Wir finden sie. Nachtelfenbeobachterin. Ich wusste, dass noch mehr davon hier herumlungern würden. Ihr werdet meine Kriegerin sofort freilassen. Wohl kaum, Weib. Der Meister hat eure Spielchen satt. Hier endet die Jagd. Ja, also, das sind jetzt keine wirklichen Gegner für uns, aber wir knüppeln uns einfach mal durch. So, das soll ein Dungeon sein, ja? Eine Dungeon-Tor vielleicht. Ja, wir hauen nochmal die letzten... Holy shit, Satyre weg. Das sind ein paar mehr, als ich jetzt eigentlich erwartet habe. Kümmert euch mal zuerst um den großen... Nein, wir kümmern uns erstmal um die Flucht. Ja, wir fliehen, denn der große Satyr da hat gerade Untote belebt. Die nochmal niederzuknüppeln ist ein bisschen mehr Arbeit, als ich eigentlich vorhatte. Mit Vergnügen. Deswegen verschiebe ich den Kampf einfach mal auf, bis die Viecher von alleine sterben. Für die Bäume. Ja, für die Bäume, genau. Mit Vergnügen. Das sollte nicht allzu lang dauern. Kommst du die denn her? Jagd ist eröffnet. Ja, wir micron genau dich mal mit dem Gift ein bisschen aus. Das Gift verlangsamt ihn. Spuren legen. Das heißt, wir können ihn ohne Probleme töten. Für die Bäume. Ich mach mit. Ja, den da theoretisch auch, kostet aber ich hatte es eigentlich jetzt nicht im Sinn, alle per Hand zu töten. Ich mach mit. Spuren legen. Und der ist wieder normal schnell, aber tot. Spuren legen. Ich mach mit. Und den verlangsamen wir nochmal einfach nur, damit er weg ist. Wir halten einfach den im Auge, wenn der sich von alleine in seine Einzelteile zersetzt, wissen wir, dass die anderen auch tot sind. Gerechtigkeit wird geschehen. Das ist ein bisschen arschuncool jetzt gerade hier. Ich bin die Klinge der Götter. Es sind zwar nur kleine Viecher, die wiederbelebt wurden, aber es ist unnötig, gegen sie zu kämpfen. Auf euer Zeichen. Hier ist sogar noch ein großer. Ich warte auf euch. Was ist Wir gehen nochmal mit dir zurück. Spuren legen. Ich könnte eigentlich genauso gut einen Schnitt machen und abwarten, bis sie tot sind, aber ihr müsst jetzt mal mitleiden. Nochmal zu Maie vielleicht. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wobei, ich sag nicht viel zu ihr. Ich möchte, dass ihr euch euer eigenes Bild über sie macht. Ich möchte euch nicht beeinflussen, wie ich so oft tue. Hallo? Könnt ihr bitte abkacken? Werden wir erobert? Die müssten jede Sekunde tot sein. Für die Bäume. Wir können natürlich einzeln alle töten, wie gesagt. Aber da ist mir ehrlich gesagt nicht nach. Ich mach mit. Die Jagd ist eröffnet. Na komm schon. Für die Bäume. So, jetzt ist unser Angriffsbefehl eigentlich mehr als überfällig. Wir holen uns mal ein bisschen Verstärkung ins Boden. Damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht hier. Zuerst auf ihn hier. Wir hauen nochmal einen Goldfächer raus. So, wenn der tot ist, sollte eigentlich alles sich von alleine regeln. So, auf Wiedersehen. Wir kriegen einen Heiltrank als Belohnung. Ist das euer Ernst? Wir hätten echt unendlich viel bessere Items bekommen können. Aber nein, ein Heiltrank. Naja, wir haben es geschafft. Suchen und retten. Wir haben mal wieder ein paar Verbündete aus der Klemme befreit. Ich sehe hier gerade auch nicht mehr, wo man irgendwie mit Maiev noch hin könnte. Deswegen machen wir weiter. Wir haben ja inzwischen einen recht großen Trupp. Ich rieche etwas Garstiges im Wind. Oh, das könnte ich gewesen sein. Nein, wir machen auf. Wir müssen uns sputen. Man sieht schon, Illidan hat sich ein bisschen verändert. Rasch, ihr Narren! Diese Schiffe müssen verbrannt werden. Der Meister wünscht keine Verfolger. Ich darf Illidan nicht abermals entkommen lassen. Wir müssen diese Naga töten, bevor sie die Schiffe verbrennen. Ihr kommt zu spät, kleine Wächterin. Der Meister ist längst zu fernen Ufern aufgebrochen. Doch möchte er sich für die Gastfreundschaft während seiner Gefangenschaft bedanken. Er bat mich, es euch zu vergelten. Mit gleicher Münze. Ihr könnt es gern versuchen, Ungeheuer. Ich stehe doch nicht da rum, lauft doch los. Sie sagen, sie zerstören die Schiffe und die Helden machen Smalltalk da. Das ist mal Maies
wie ich sie kenne. Na gut, wir sehen uns hier ein bisschen um, ob es hier nicht vielleicht irgendwas gibt, was ich noch abgreifen könnte. Nein, gibt es nicht. Das heißt, wir gehen los und sorgen für Zerstörung. Das erste Schiff ist hinüber. Ja, wir beeilen uns mal ein bisschen. Und sorgen dafür, dass die Leute diese zwei Schiffe hier in Ruhe lassen. Dafür müssen wir einfach nur die Angriffe auf Maiev ziehen. Was gar nicht so einfach ist. Gerechtigkeit wird geschehen. Das Ende. Na kommt schon. Lasst meine Schiffe in Ruhe. So, weiter vorwärts. Wir haben ein Schiff gerettet. Jetzt haben wir das zweite Schiff gerettet. Das heißt, wir können Maiev nach hinten ziehen, weil der geht gar nicht mehr so gut. Ein bisschen Pause machen. Ich werde die Jagd beenden. So, hier gibt es auch keine weiteren Items, die ich so auf die Schnelle entdecke. Wir holen trotzdem mal alle dazu, damit zusammen angegriffen wird. Ja, das hier sind Naga Myrmidonen. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Aber was mir immer wieder auffällt, ist diese leichte Affinität vom Blizzard dazu, so schlangenartige Kreaturen zu erstellen. Bestes Beispiel der Hydralisk aus StarCraft. Also da scheinen die echt drauf abzufahren auf so Viecher. Na gut, wir haben ein paar Schiffe gerettet, eins mehr als wir eigentlich sollten. Herrin, glaubt ihr, wir können Illidan besiegen, falls wir ihn finden? Illidan ist mächtig geworden. Daran besteht kein Zweifel. Er besitzt die Macht des Schädels des Gul'dan. Nun ist er weder Nachtelf noch Dämon, sondern mehr. Herrin, warum hegen die Naga einen solchen Hass gegen uns? Hoffen wir, dass die Zeit alles ans Licht bringt. Nun aber schnell. Illidan hat einen erheblichen Vorsprung. Wir müssen ihn fangen, ehe er noch mehr Schaden anrichtet. So, das war's von der ersten Folge mit Let's Play Warcraft 3 The Frozen Throne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche im nächsten Kapitel wieder. Ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao.